Hi meine Lieben und willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe letzte Woche auf Snapchat einmal gefragt, was ihr euch denn so wünscht, was ihr gerne sehen möchtet. Und da haben ganz, ganz viele gesagt, dass sie gerne ein Favoritenvideo von mir sehen möchten. Und dann dachte ich, das machen wir doch einfach mal als nächstes Video. Zunächst wollte ich euch aber erstmal danken für die ganzen, ganzen lieben Kommentare unter dem letzten Video, unter der Make-up-Routine. Ich war so unfassbar überrascht. Glaubt mir, ich war so stolz. Ich bin zu jedem hingelaufen mit meinem Handy und habe gesagt, guckt mal, wie viele Leute das geliked haben. Oder guckt euch mal die Kommentare an und guckt mal, wie viele Klicks das Video hat. Also wirklich ein Dankeschön vom Herzen. Zu heute, ich zeige euch einfach ein paar Favoriten. Ich sage euch, warum ich die Sachen gerne mag. Und das war's dann auch schon. Dann fangen wir einfach mit dem Cardigan an, den ich trage. Ich muss mal eben aufstehen. Der hier. Den habe ich mir bei Zara geholt und ich liebe ihn. Ich trage ihn fast jeden Tag, Leute, und ich habe ihn auch in Pink. Das zeige ich euch auch sofort. Da, das ist er in Pink. Genau, wie gerade gesagt, den habe ich letzte Woche bei Zara geholt. Der liegt bei 49 Euro und ist unnormal gemütlich, Leute. Der ist so kuschelig. Ich trage ihn wirklich fast jeden Tag, entweder in Pink oder in Beige. Empfehlenswert auf jeden Fall. Und der passt auch zu allem, ne? Wenn man es ein bisschen casual haben möchte. Ich trage halt auch mega gerne Blazer. Aber wenn ich es ein bisschen lockerer haben möchte, ein bisschen auflockern möchte, das Outfit, dann trage ich so einen Cardigan drüber. Ich trage den eigentlich über alles. Über Kleider, über Jeans, mit Bluse, so wie jetzt gerade. Ja, einer meiner Lieblingsteile zurzeit. Dann habe ich mehr Beauty-Produkte, sehe ich hier gerade. Zunächst einmal mein Deo von Dove. Ich weiß, ungewöhnlich, aber ich benutze Deo-Roller und Spray. Das machen nicht so viele. Immer wenn das jemand sieht, gucken die mich an und sagen, Tara, beides? Und dann sage ich immer, ja, ich benutze beides. Also ich benutze erst den Roller und dann das Spray. Weil meine Mama das immer so zu Hause gemacht hat. Man lernt es ja irgendwie von zu Hause. Ne? Macht ihr das so oder benutzt ihr nur eins von beiden? Ich weiß nicht. Ja, das Spray, Leute, das riecht so gut. Ohne Spaß, es riecht mega frisch. So als würde man gerade frisch aus der Dusche kommen. Immer wenn ich dieses Deo drauf mache, habe ich das Gefühl, ich komme gerade frisch aus der Dusche. Klar, ich dusche auch ab und zu, aber nein. Ich mag das wirklich super gerne. Das hat einen mega frischen Duft, einen mega angenehmen Duft. Ja, wie Duschgel fast. Deswegen, ich fühle mich immer so sauber, wenn ich dieses Deo hier drauf habe. Und wenn ich nur eins von beiden drauf mache, hatte, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwann im Laufe des Tages stinken werde. Deswegen beides. Dann kommen wir hier zu meiner Biotherm-Maske Wonder Matte. Leute, ich liebe diese Maske. Die ist so ein bisschen, ja, grünlich, riecht nach, boah, kann ich gar nicht definieren. Genau, und da sind so kleine Körnchen drin, so Peelingkörner drin. Die mache ich mir dann ins Gesicht, peele mein Gesicht direkt automatisch mit, lasse das kurz einwirken und mache die dann runter. Und dann habe ich das Gefühl, dass ich richtig strahle. Oh, die Haut fühlt sich an wie ein Babypopo. Man strahlt richtig, als hätte man, keine Ahnung, irgendwie so eine Glowkur gehabt. Wenn wir gerade bei Biotherm-Produkten sind, machen wir auch mit Biotherm-Produkten weiter. Ich habe das letzte Mal auf dem Biotherm-Event diese drei Produkte bekommen. Das ist die Skin Oxygen-Linie. Das ist so eine Detox-Linie für die Haut. Einmal hier das Reinigungswasser. Dann ist das so ein, ja, Concentrate steht hier jetzt drauf. Das trage ich mir dann auf, nachdem ich das Gesichtswasser aufgetragen habe. Das fühlt sich schon fast an wie eine Tagespflege. Und dann nochmal hier das Cooling Gel. Cooling Gel, will das ja nicht. Cooling Gel. Zum Schluss ist auch sehr kühlend und ich habe immer das Gefühl, dass er sehr straffend ist. Also das ist so meine Tagespflege, die ich zurzeit benutze. Beim Abschminken abends nehme ich hier von Dr. Yard mein Dermaclear. Ich habe echt so viel probiert, Leute. So viele Abschminksachen, Reinigungsschaum, Möglichkeiten, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich dann nochmal mit einem Wattepad übers Gesicht gegangen bin, war ich immer noch geschminkt. Beziehungsweise ich hatte immer noch Reste. Und es hat mich so gestört, dass ich dann zu Douglas gegangen bin mit meiner Freundin, mit der Basma. Die kennt ihr wahrscheinlich, oder? Mit ihr bin ich dann zu Douglas gegangen und wir haben uns einfach mal beraten lassen, haben gefragt, hey, was habt ihr denn Cooles? Was kann man nutzen, dass man wirklich im Nachhinein keine Schminke mehr im Gesicht hat? Und dann haben die uns hier dieses, ja, Reinigungsschaum von Dr. Yard empfohlen. Das hier. Ich zeige euch das einfach mal. Das ist so ein weißer Schaum. Man braucht wirklich nicht viel. Man braucht so ein bisschen für das ganze Gesicht. Umso mehr Wasser man nimmt, umso krasser schäumt das im Gesicht. Was ganz wichtig ist, es darf nicht die Augen, also es darf nicht an die Augen kommen. Das hier tut richtig weh in den Augen. Das brennt richtig in den Augen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr daran denkt, falls sich das einer kaufen sollte. Aber ich verspreche euch, danach habt ihr wirklich gar kein Make-up mehr im Gesicht. Das ist so gut. Man fühlt sich so gereinigt. Schwöre ich drauf. Ich liebe es von Dr. Yard.
Dann habe ich hier einige Produkte, die ich euch eigentlich schon im letzten Video gezeigt hatte, beziehungsweise in der Make-up-Routine gezeigt hatte. Einmal hier das Liquid Glow Öl von Biotherm. Ich mische mir das ja in meinem Make-up. Das habe ich euch ja das letzte Mal gezeigt. Aber auch wenn ich ungeschminkt bin und gerade keinen Bock habe, mich zu schminken oder so und einfach so ungeschminkt rausgehen möchte, nehme ich mir einen Tropfen davon und mache mir das ins ganze Gesicht. Das verleiht dem Gesicht, ja, so ein gesundes Strahlen, würde ich jetzt einfach sagen. Dann mein Lieblingslidschatten von Urban Decay. Das ist hier einmal der Ton. Riff heißt der. Den hatte ich euch auch schon im letzten Video gezeigt. Leute, das ist mein jeden Tag Lidschatten. Also egal, wie ich mich schminke, ob es grün wird, ob es pink wird, ob es rot wird, ob es braun wird, der ist immer mit bei. Das ist so meine Base, würde ich jetzt sagen. Den benutze ich immer, um alles zu verblenden. Den benutze ich immer unter den Augen. Also den benutze ich eigentlich für alles. Dann habe ich hier noch den Lip Liner von Urban Decay. In der Farbe 1993. Ach krass, Leute, mein Geburtsjahr. Fällt mir gerade auf. Vielleicht mag ich den deswegen so gerne. 1993. Da bin ich geboren. Wahrscheinlich ist es deswegen mein Lieblingslipliner. Nee, aber ich finde die Farbe einfach mega. Also ich kann den zu fast allem tragen. Ich habe den auch gerade drauf. In Kombination mit dem Lippenstift, den zeige ich euch gleich auch. Der gehört auch zu meinen Favoriten. Ich trage ihn zu allem. Ob es jetzt ein Aprikoton ist, ob es was Rosan ist, ob es komplett nude ist. Ich trage den hier mega gerne, weil der sich irgendwie so gut anpasst und nicht zu dunkel ist oder zu stark ist. Ich zeige den einmal hier auf meinem Handrücken. Schaut mal, das ist so eine Farbe. Und der lässt sich super schön verblenden. Das ist der hat eine ganz weiche Textur. Ich habe den total gern. Machen wir bei den Lippen weiter. Einmal hier. Das ist der, den ich drauf habe, Leute. Das sind die Liquid Lipstick Lippenstifte von MAC. Die halten bei mir so unglaublich gut, Leute. Ich habe zwar immer den Lippenprimer drunter, den ich euch gezeigt habe. Die zwei, beziehungsweise diese Serie von MAC, die halten unglaublich gut. Die Farbe habe ich jetzt drauf, das ist Lady Be Good. Und der rote, der hier heißt Feel So Grand. Ich verlinke euch das alles nochmal in der Infobox. Also falls jetzt jemand mich nicht verstehen konnte, es steht gleich unten drin. Das ist die Farbe, die ich gerade trage, wie schon gesagt. In Kombination mit dem Lip Liner. Was ich auch immer mache, bevor ich Lippenstift drauf mache, beziehungsweise meistens mache, gerade wenn meine Lippen trocken sind. Und ich bin ein Mensch, der immer trockene Lippen hat, leider. Deswegen gehört das schon fast zu meiner Abendroutine, bevor ich schlafen gehe. Ist einmal hier dieses Lippenset von Hello Body. Zuallererst das Scrub. Das ist ein Lippenpeeling. Das sind so Körner. Ich zeige euch das einmal auf dem Finger. So. So viel nehme ich dann auch ungefähr. Peele mir die kompletten Lippen. So lange, wie es sein muss. Bis ich denke, okay, das reicht jetzt. Wische mir das komplett runter. Boah, es ist schon einige Male passiert, dass ich den dann aus Versehen esse. Und Leute, der ist richtig lecker. Der ist richtig schön süß. Also ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Und dann, wenn ich ihn runtergenommen habe, nehme ich einmal hier das Lip Balm. Das ist richtig schön glossig, würde ich schon fast sagen. Und fettig. Sieht man das? Es glänzt schon, ne? Ja. Richtig schön glossig und fettig. Wie so eine Fettschicht auf den Lippen. Wortwörtlich. Also wenn ich damit schlafen gehe, lasse ich es einfach drauf. Ich schlafe dann die Nacht mit der Lippenpflege und morgens habe ich mega, mega, mega weiche Lippen. Dann machen wir weiter mit... Ah, hier. Balea Soft and Clear. Das sind so Stripes, die man sich auf die Nase macht und im, ja, nach ein paar Minuten abzieht. Das nimmt die ganzen Mitesser mit. Ich zeige euch das einmal. Heißt auch Anti-Mitesser Nose Stripes. Ich mache das jetzt einfach auf, um euch zu zeigen, wie das aussieht. So sieht das Ganze aus. Man feuchtet die Nase an, zieht es hier runter, klebt es auf die Nase und lässt es einwirken. Wie lange? Muss ich nochmal schauen. 10 bis 15 Minuten lässt man das einwirken. Und Leute, ich schwöre es euch, ne? Eure Nase fühlt sich danach auch an wie ein Babypopo. Das ist so krass sauber und weich, da bleibt nichts hängen. Und es ist ganz schön eklig zu sehen, was alles so auf der Nase ist, ne? Wenn man das runternimmt. Ich muss das mal richtig analysieren, voll ekelhaft. Aber mich fasziniert das, was da alles auf der Nase hängt. Also wirklich richtig gut, Leute. Falls einer von euch eine richtig gute, günstige Wimperntusche sucht. Die habe ich zwar auch schon in der Make-up-Routine gezeigt, aber macht ja nichts, ist trotzdem mein Favorit. Die Wimperntusche hier von Essence. Lash Princess heißt die. Leute, die ist toll.
wirklich. Die ist für maximales Volumen, also ich finde die echt super. Ich bin jemand, ich benutze nicht immer dieselbe Wimperntusche, ich mache das immer so tagesabhängig irgendwie. Mal habe ich Bock auf die Wimperntusche, dann nehme ich die. Mal habe ich Lust auf eine andere, dann nehme ich eine andere. Aber die benutze ich irgendwie immer doch mit. Ne, ob es nur für die unteren Wimpern ist oder ob ich die nochmal nutze, um zum Schluss alles gerade zu biegen. Irgendwie kommt die immer ins Spiel. Also das ist so eine, die ich immer zu Hause haben muss, die ich immer zu Hause habe und auch empfehlen kann. Mein nächster Liebling wäre hier einmal das Trockenshampoo von Bummel & Bummel. Hört sich lustig an, ne? Ich finde, es sieht mega hübsch aus. Das ist ein Trockenshampoo, aber nicht zum Sprühen, sondern so zum Pulvern. Da kommt mega viel raus, also aufpassen, wenn ihr das nutzt, bevor ihr gleich den ganzen Kopf weiß habt. Das ist mir auch schon passiert und ich habe es nicht mehr so einfach runterbekommen. Ich habe bisher kein Trockenshampoo gesehen, was so viel Fett wegnimmt, beziehungsweise so gut wirkt bei mir wie das hier. Ich bin mega, mega zufrieden damit. Also die fetten dann auch den ganzen Tag nicht mehr nach. Es ist nicht so, dass es für den Moment dann super aussieht und nach einer Stunde wieder scheiße. Nein, es sieht den ganzen Tag gut aus, wenn ich hier dieses Trockenshampoo nutze. Dann habe ich ein neues Lieblingsparfüm. Das wurde mir zugesendet von Kenzo. Das hier. Das Auge. Leute, immer wenn ich diesen Duft drauf habe, fragt mich jeder, der an mir vorbeiläuft. Okay, jetzt nicht jeder, aber viele. Oder die mit mir zusammen irgendwo sitzen. Hey Tara, was hast du für ein Parfüm drauf? Das ist mega gut. Ist ja auch das Lieblingsparfüm von meinem Mann an mir. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, Leute. Sorry. Müsst ihr vielleicht einfach mal bei Douglas probieren. Ja, mein nächster Liebling sind hier meine Plüschsocken, Leute. Ich liebe Plüschsocken im Winter, im Herbst. Also zu Hause laufe ich gar nicht ohne rum. Ich habe, glaube ich, 10 Paar davon in allen Farben. In Grau, in Rosa, in Gestreift, mit Bommeln. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und meine Freundin schenkt mir sogar Plüschsocken zum Geburtstag, weil ich sie einfach so sehr liebe. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Hier, sowas. Ich bin eh so ein Mensch. So im Herbst und Winter bin ich voll gerne zu Hause. Im Sommer bin ich wie so ein Straßenkind. Ich könnte jeden Tag draußen sein, jeden Tag draußen essen und, keine Ahnung, in der Sonne chillen und im Winter nicht. Dann bin ich am liebsten zu Hause mit meinen Plüschsocken, mit einem schönen Tee, einem Buch oder meiner Serie. Wobei mir gerade einfällt, dass ich echt lange nicht gelesen habe. Das sollte ich mal wieder tun. Was dann natürlich auch nicht fehlen darf, abends zu Hause. Meine neuen Lieblingspopcorn. Leute, ich liebe sie. Die sind so lecker. Das ist sweet and salty. Das ist halt Geschmackssache. Ich mag das total. Auch wenn ich ins Kino gehe, sage ich immer, hey, ich hätte gerne süß und salzig gemischt. Dann gucken die mich auch immer so ein bisschen komisch an, aber ich mag das halt echt gerne. Und die haben nur, also die ganze Packung hat nur 129 Kalorien. Geil oder geil? Popcorn ohne schlechtes Gewissen. Das war's schon mit meinen Favoriten. Ich dachte echt, ich brauche ein bisschen länger, aber es ging jetzt schneller, als ich dachte. Aber bei mir häuft sich das so schnell. Ich habe so schnell neue Favoriten. Das heißt, wir könnten uns ganz bald nochmal so ein Video starten, wenn ihr dann Bock drauf habt. Ja, ich habe jetzt so oft von meinem letzten Video gesprochen, so oft von der Make-up-Routine gesprochen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das einmal hier in diesem Video. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. Dann können wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.